Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer, ja, wüsste ich gerne, kann ich euch jetzt nicht sagen. Seht ihr ja eingeblendet gleich und dann würde ich sagen, schauen wir mal nach dieser Baustelle hier, die wir haben. Hier ist ja blockiert und warum der hier zum Beispiel auf dem Gegengleis steht. Ach ne, der wird geschoben, alles klar. Gut, dann müssen wir nach dem Intro gleich mal reingucken, wo hier das Problem liegt. Ich sag mal, bis gleich. Also, ich glaube, der stört ja nicht. Wer ist der? Ne, wer ist der? Ist nicht richtig, ne? Eigentlich muss hier vorne. Ach, der dreht jetzt hier um und dann steht er noch bis da drinne. Okay, ich glaube, das Problem können wir relativ zügig lösen, indem wir ein neues Signal noch setzen, welches dann ja so mittig hier ist, ne? Okay, jetzt fährt der da rein. Der ist dann weg. Dadurch fährt der ein Stück wiederum weiter. Das sieht erstmal gut aus. Der fährt in den anderen rein. Keine Ahnung warum. Der ist auf jeden Fall weg. Jetzt fährt der auch weiter. Sieht irgendwie gerade ein bisschen doof aus hier. Das Umdrehen ist jetzt nicht so praktikabel, ne? Kommen wir dahin, wenn wir hier einen Tunnel graben und von hier aus reinfahren? Geht das? Ich glaube, das können wir mal ausprobieren, oder? Machen wir gerade eine Erdbewegung. Ach nee, das geht insofern nicht, weil wir eine Schräge brauchen. Zwei Schrägen brauchen, deswegen geht das nicht. Okay, das funktioniert da leider nicht. Dann würde es nur noch mit einer Brücke funktionieren. Die dann darüber geht. Dann müssten wir die Straße tunneln. Schwierig, ne? Jetzt stehen sie wieder da. Vielleicht sollten wir die Ausfahrt einfach mal gerade. Geht das so? Nee, geht nicht so. Ja, ich glaube, wir machen das so, dass wir die Straße tunneln. Das bedeutet, wir gehen hier tiefer und gehen. Vielleicht gehen wir doch nicht da tiefer, sondern hier tiefer und da tiefer. Basteln dann Schrägen da dran. So, und die da. Und die da. Dann können wir einen Straßentunnel bauen. Den. Oder den. Passt schon. Und dann könnte man mit 200 da raus, ne? Machen wir aber nicht. Machen wir so. Machen wir so. Aber das passt so. So, und dann kommt das weg. Passt. Der weiß jetzt gar nicht, wo er da langfahren soll.
Das ist so. Findet keinen Weg mehr. Komm, kriegst du gerade einmal deinen Weg dahin, dann klappt das auch so. So, jetzt fährt er auch wieder. So, klappt. Und dann müssen wir jetzt hier was basteln, was uns da weiterhilft. Ich würde sagen, so. Ja. Und so. So, passt. Oberleitung. So. Passt. Und Signal hierhin. Passt. So, welcher Zug muss jetzt weg? Keiner. Der hat ein Problem. Können wir vielleicht auflösen, indem wir... Wo muss denn der jetzt lang? Da? Kann er? Und... Kann er. Aber fährt er nicht. Wartet auf freie Strecke. Ist da die freie Strecke? Du musst jetzt nur weiterfahren. Lupe. Zug. Fahrplan. Schließen. Und fährt vielleicht jetzt ein Stück vor. Zum Depot. Aus. Fährt auf jeden Fall bis dahin vor. Reicht für uns jetzt gerade. Dann fährt der weg. Und das reicht erstmal. Auswahlschilder. Tja. Also da kommt der nächste. Für die Hauptstrecke. Der fährt durch, das ist okay. Und was macht er jetzt hier? Ne, Durchfahrten sind hier. Okay. Er wartet, bis unten einer rauskommt. Super. Und hier oben sind die Gleise frei, da fährt keiner rein. Das ist doof. Das ist sehr doof. Weil er steht jetzt hier wahrscheinlich auch schon wieder mitten im Weg, ne? Kann das sein? Das würde bedeuten, der müsste bis dahin wenigstens weiter vorfahren können. Und reicht das, dass der durch kann? Nein, reicht nicht. Oh. Wo will der jetzt hin, ne? Schwierig, sehr schwierig. Fahr den mal zum Depot. Nimm aber wieder raus. Tante Mimi, du hattest das geschrieben mit dem Zügen hier. Ich nehme das immer sofort raus, weil der Zug dann irgendwo sich umdreht und ist dann aber nachher wieder da. Also das Depot ist immer sofort rausgenommen, da ist niemand im Depot. Der steht jetzt hier natürlich doppelt, ne? War klar. So, der darf da nicht rein, jetzt fährt er da lang. Jetzt wird's schwierig. Jetzt kommt wieder einer irgendwo raus. Okay, der ist jetzt zum Glück nicht so lang. Jetzt muss er da mal langsam reinfahren, ne? Ist nur immer die Frage, wo.
Jetzt hat er hier grün. Okay, spannend. Aber es dreht sich hier noch was. Hier, der fährt jetzt auch noch da rein. Er fährt auch noch oben rein. Hier ist jetzt aber besetzt, ne? Ne, ein Gleis wäre noch frei. Aber warum er immer noch nicht fährt, ist mir schleierhaft hier. Er wartet wahrscheinlich auf eine freie Strecke, auf ein freies Gleis. Okay, der fährt jetzt raus. Jetzt ist der nächste dran, ne? Wer kriegt denn hier jetzt grün? Ist eine Krux, oder? Warum kriegen hier Züge grün und dieser hier überhaupt nicht? Der Postzug, das geht gar nicht. Machen wir hier nochmal ein normales Signal hin. Dann kann er schon eher aufrücken. Weil dann ist vielleicht da frei. Könnte sein, muss auch nicht. Was mit dem Postzug jetzt hier ist, weiß ich nicht. Warum fährt er nicht rein? Der hat hier auch noch einen Waggon stehen, oder was ist das hier? Würde ich sagen, oder? Oh Mann, ey. Wann darf der Postzug fahren? Schwierige Frage, ne? Gar nicht. Alle anderen Züge fahren hier hin und her, nur der Postzug nicht. Der muss jetzt warten, bis er da reinkommt. Doch, der muss da lang. Ja, jetzt haben wir wieder den Salat. Was läuft hier falsch? So, Hochspannungsleitung gebaut. Und das müssen wir gleich wegreißen. So, wer fliegt jetzt hier erstmal weg? Fahr zum Depot. Er fährt jetzt weit weg erstmal. Hinter dem Signal ist er, dann kann er wieder zurück. So, jetzt haben wir den nächsten hier wieder stehen. Das passt. Irgendwann muss es doch mal klappen, oder? Das Ein- und Ausfahrt zum Bahnhof dann. 210er Signal. Und Oberleitung. Und Signal dahin. So, jetzt passt's. Und ja. Fahrplan, nochmal da rein zum Stahlwerk bitte. Dreh dich mal um, sehr gut. Kann ich jetzt hier schon wegmachen? Nee, da brauche ich das für.
Nein, geht nicht, weil da schon Zug draufsteht. Super. Jetzt kommt der nächste da raus, der dann da auch noch so durch will, wahrscheinlich. Jetzt steht der da. So. Der hat da einen Halt. Fährt bis dahin. Fährt bis dahin. Hilft uns sofern, dass der jetzt weiterfahren kann. Fährt er wieder ein Stück weiter. Kann ich jetzt hier abreißen? Wahrscheinlich nicht. Doch, wenn der gleich weg ist. Aber der ist nicht weg. Super. Klappt nicht. Oh, vielleicht doch noch. Vielleicht geht's jetzt, wenn er da weg ist. Das hat schon mal geklappt. Jetzt fährt wieder keiner. Wenn wir hier schon wieder einen Stau haben, oder wie sehe ich das? Ja, da kommt einer aus dem Keller hoch. Vielleicht fährt der hier dann weg. Nee, der blockiert da alles. Geht auch nicht. Passt erstmal. Vielleicht klappt es jetzt. Nee, Zug ist zu lang. Reicht nicht. Ich weiß auch nicht, wo er hier noch steht. Mann! Zum Depot. Zum Depot geht auch nicht mehr, weil schon zu voll ist. Zum Depot. Klappt das irgendwie? Der weiter vorgefahren. Der zum Depot. Klappt auch nicht. Jetzt ist der da. Ja. Der fährt zum Depot jetzt. Jetzt fährt der da raus. Jetzt hat es nicht geklappt. Jetzt hat es geklappt. Ich glaube, jetzt haben wir es hingekriegt, dass der hier unten noch einer lang fährt. So sieht's aus. Alle, die reinfahren, müssen jetzt hier unten lang fahren. Ist zurzeit schlecht, aber ist halt so. Und hier sind Gleise frei, aber fährt keiner rein, auch gut. Sehr kompliziert jetzt gerade hier, ne? Wir machen mal alles zu hier, gehen auf die Lupe, gehen auf den Zug hier, schicken den mal zum Depot, weil der steht ja schon seit 2 Jahren. Jetzt steht er da.
Das Problem liegt hier an den Signalen, glaube ich. Lass uns die mal schnell wegnehmen. Weil da gibt es keine Bahnwahl mehr. Und dieses dann muss da auch weg. Weil dort das hin muss. Kann das sein? Ich glaube schon. Und ne, der. Ich weiß jetzt nicht, er wartet auf freie Strecke, aber auf welche freie Strecke wartet er denn jetzt hier? Fahr mal. Und was macht er jetzt? Fahr da mal vorbei. Jetzt darfst du wieder den alten Zug machen. Oh, jetzt fährt er hier lang dann. Jetzt kommt da aber auf jeden Fall einer raus. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mal irgendwann. Dieses Schild hier muss auch ganz schnell weg, weil da gibt es keinen Bahnhofshalt mehr. So, jetzt stehen wir wieder hier. Dieser Zug hier, der ist jetzt der Töter. Wen können wir jetzt mal wegschicken, damit es hier vorangeht? Den. Fahr du mal noch weiter. Vielleicht löst sich dann irgendwann was auf. Nee, fahr doch noch zum Depot. Muss noch irgendein Signal hinter dir lassen, damit das klappt. Oder? So, jetzt könnte es klappen. Jetzt fährt der weg. Fahr du zum Depot. Ich weiß zwar nicht, welcher Zug das jetzt war, aber irgendwelcher war es. Jetzt fährt hier einer wieder weiter rein. Okay. Der durfte jetzt. Der fährt zum Glück weiter geradeaus. Sehr schön. Dann fährt auch der wieder ein Stück weiter. Dann kann irgendwer da reinfahren vielleicht. Ich hoffe, das reicht da oben. Nein, reicht nicht. Aber weil es so schön ist, kommt da noch ein Signal hin. Kommt da schon wieder ein neuer Zug. Der möchte hier irgendwie rum wahrscheinlich. Geht nicht, wartet auf freie Strecke. Wo will der denn jetzt hin? Ha, was ist mit dem hier? Wo fährt der jetzt hin? Oh Mann, ey. Können wir was wegschicken? Okay, wenn er hinter dem Signal ist, dann drehe ich ihn um. Kommt er von da wieder. Jetzt fährt da der Postzug endlich weg. Jetzt kommt da einer rausgefahren. Warum fährt der jetzt nicht?
Fährt er jetzt irgendwo rein? Ja. Und was mit dem jetzt hier? Ja, der muss zum Depot jetzt, weiß ich nicht. Das funktioniert alle nicht so. Jetzt hat tatsächlich einer das Depot erreicht. Das war der Postzug, den haben wir nicht rausgenommen. Ne? Dann kann er wieder starten. So, jetzt fährt da oben endlich einer rein. Ich hoffe, der fährt jetzt dann auch mal irgendwann da rein. Tut er. Fährt nach unten rein. War da nicht schon einer drin? Jetzt fährt der da rein. Ja, geht erstmal. Da kommt einer raus. Ich glaube, wir machen diese Linie noch da lang hoch. Hier so. Ach, das geht ja nicht so. Das ist ja wieder super schade, ne? Und so ging auch nicht, ne? Okay, dann bleibt das da so. Tunnel hätte noch anders gemusst. Steht jetzt da. Der steht da. Da kommt einer, fährt raus. Jetzt fährt der rein, das ist schon mal gut. Ich glaube, jetzt haben wir den Stau endlich bewältigt. Kann das sein? Die Frage, ob wir hier das schaffen, dass da einer drehen kann. Dann würde ich jetzt den nach da wegmachen, genau. Und den nach da reinmachen. Ob das gut ist, weiß ich noch nicht. Momentan sieht es so aus, als ob es jetzt läuft. Nur wie lange? Aber jetzt läuft es da auch. Okay, dann würde ich sagen, machen wir erst hier einen Cut. Ist ja schon eine Ewigkeit her. Haben wir leider nur diesen Knoten vielleicht entwirrt. Obwohl, ja doch, es könnte sein, dass der jetzt doch noch weiterfährt. Ja. Ja, könnte klappen vielleicht. Vielleicht auch nicht. Müssen wir uns in der nächsten Folge nochmal angucken. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.